ich hatte schon als Kind diese Faszination gehabt, im Wasser irgendwie zu gucken, wie lange kann ich tauchen, kann ich die Luft anhalten. Ich habe mich immer wohlgefühlt unter Wasser in der Tiefe. Das hat mich schon immer angezogen, diese Sehnsucht, auch diese unbekannten Ecken des Universums kennenzulernen. Ich habe ja auch nicht mit Tauchen angefangen, um irgendwelche Rekorde aufzustellen, sondern weil es mich fasziniert und weil es mir Spaß macht. Mein tiefster Tauchgang waren 125 Meter. Das hat insgesamt genau 3 Minuten gedauert. Auf dem Weg nach unten habe ich die Augen geschlossen und konzentriere mich nur auf mich selber, auf den Druckausgleich. Und unten ist dann eben dieser unglaubliche Moment, wo ich weiß, ich habe es geschafft, ich bin unten angekommen. Und dann mache ich so die Augen auf und habe so einen Augenblick, wo ich das alles wahrnehme. Und das ist immer ein ganz besonderer Moment. Ich nehme das Licht in mich auf, ich nehme die Farbe von dem Wasser in mich auf. Diese Umwelt unter Wasser zu erkunden und dabei nur meinen einen Atemzug zu haben, ist was ganz besonders Faszinierendes. Ich denke, dass ich sehr viel von dem, was ich so als Apnoe-Taucher jetzt gelernt habe, in mein tägliches Leben mitnehme. Und habe da sehr viel Selbstbewusstsein hinzugewonnen und dadurch habe ich auch keine Grenzen im Kopf. Und dadurch komme ich auch sehr weit. Das ist eben auch das Faszinierende, das zu erleben, was einem Menschen alles möglich ist, wenn man es einfach probiert.